Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Südtirol-Nachrichten auf SDF. 23. September 1941. Auf den Tag genau vor 70 Jahren erblickte ein Südtiroler das Licht der Welt, der nach Ötzi und Reinhold Messner wohl unser berühmtester Landsmann ist, Landeshauptmann Louis Dornwalder. An seinem wichtigsten Tag wurde Dornwalder von vielen beglückwünscht, am Morgen bereits durch einen Salutschuss der Schützen. So klingt und knallt es, wenn Südtirols Schützen ihrem Landeshauptmann zum Geburtstag gratulieren. Wenn's dann gleich der 70. ist, dann darf so richtig nach Herzenslust aus dem Gewehr gefeuert werden. Wenn dann sogar ein eigenes Vivat Dornwalder Lied gespielt wird, dann ist die Freude beim Geburtstagskind groß. Ich muss sagen, dass ich mich sehr freue, dass heute diese Feier stattgefunden hat. Und zwar vor allem deshalb, weil erstens einmal auf die Art und Weise die einzelnen Organisationen, Verbände, wie es eigentlich halt so Brauch ist, ihre Gratulation überbracht haben. Aber ich habe vor allem feststellen können, dass viele persönliche Freunde dabei waren, die nicht nur dem Landeshauptmann, sondern vor allem der Person Louis Dornwalder gratuliert haben, die sich gefreut haben, dass ich erstens einmal noch am Leben bin, die sich gefreut haben über das, was wir in unserem Lande gemeinsam bewegen haben können. Und hier gehören alle dazu. Das ganze Volontariat, die Landesregierung, jeder einzelne Bürger, denn ich glaube, jeder hat irgendetwas getan. Und das soll ja anlässlich einer solcher Feier wieder zum Ausdruck kommen.